Tag Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Rogue Warrior. Diesmal sind wir im Level FUBAR oder FUBAR. Brief. You've tracked the latest shipment of missiles to an old place. Security is high. This could be a front for a larger operation. Objective. Infiltrate the place and locate the control center. Destroy the facility and escape. Gut. I fucking hate it. Okay. Ja, ich dachte nur eben, ich habe eben pausiert, weil ich dachte eben, was ist da denn so, da ist irgendwas abgebrochen und, also aufnahmemäßig. Weil ich finde das, ich mach mal hier die Musik leiser, die nervt mich. Auch wenn die Stimme hier ist, aber komm. Das erinnert mich irgendwie im Moment total an einen alten James Bond. Ich glaube, das war, also jetzt nicht. James Bond war cooler. Aber Nightfire hieß das. Oh, sind alle alarmiert. Ja, Nightfire hieß es genau. Ja, geil. Man bekommt Schaden. Ich muss mehr auf die Karte gucken. Ich guck da zu selten drauf. Ja, duck dich, Mann. Guck doch nicht zu. Mein Gott. Na, oh, der eine ist tot. Da. Ai. Der Miskel lebt noch. So. Oh, fuck it. Feels like Christmas. Ja, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Weihnachten. Springen kann man hier gar nicht. Sehr schön. Oh Mann. Die mögen uns nicht. Nein. Was ist das denn? Aha. Eine andere Pistole. Bin ich gespannt. Ey, ernsthaft? Oh, das Spiel ist hier ganz schön linear. Motherfuckers have something to do. Mal schauen, vielleicht treffe ich da ein paar mehr. Einen habe ich gekillt. Scheiße, Dreck. Go fetch, catch it.
Ach so. So, nee, andere Waffen möchte ich nicht. Ich mag Pistole tatsächlich. Gucken, vielleicht kann ich hier ein bisschen Stealth killen. Okay, das Spiel ist crap. By the way. Nein. So, hier müsste doch noch jemand sein. Dort hinter. Kuckuck. Hallo. Na du, komm mal her. Ist dein Ernst, Mann? Bist du doof? Mein Gott, ey. Der Typ. So, wow. Sehr schön. Okay, gut, dann nochmal hier. Sind das eigentlich Checkpoints? Ja, das sind auch Checkpoints und Wegmarkierungen. Nein. Hab ich nur dumm. Zack, Mann. So. Ist gut. Psch. Alles klar, was kommt hier noch so? Bestimmt. Ah. Die Musik macht alles voll episch. So. Alles klar. Ja, hier gibt's gar nicht so viel zu kommentieren im Moment. Das ist halt... Das Spiel ist halt random, das ist ein bisschen ganz komisch. Ja, war voll cool gemacht. Oh, hinter mir ist jemand. Nee, unter mir. Oh Gott, ich bin out of armor. Dann nehme ich mir die AK. Ja, pass auf. Wow. Da ist doch bestimmt jemand. Hallo.
Okay. Wunderschön, wunderschön. So. Ja, das Spiel ist halt, man sieht, es ist low budget. Wenn das jemand nicht sieht, dann ist er blind, definitiv. Und frag mich auch, wer den Multiplayer spielen sollte, weil... Ah, oh, das ist jetzt absolute Dunkelheit. Ja, so geht's, glaube ich, schneller. Oh, fuck. Von wo habe ich die Pancheng? Ach du Kacke. Ach so. Motherfucking bitch. Ja. So kann man es auch sagen. Echt nicht? Ich mach die. Was? Ach so, da laufen die. Ich hätte die getroffen. So. Access the Commando Console. Alles klar, also zeig mal her hier. Shit. You reading me, Admiral? Marcinko. Marcinko. Where the hell have you been? I've located the Soviet missile silo. Matter of fact, I'm standing in the control center. I don't care if you found the Virgin Mary doing a goddamn handstand. You disobeyed a direct order. I am gonna court-martial your ass. Listen, Admiral. We got a shit ton of trouble and no shovel. Computers here are the core of a guidance system. It's anti-ballistic and it's online. You are not serious. The commies got themselves a working missile defense shield. They can shoot our nukes right out of the sky. That gives them first strike capability. No retaliation. Holy shit. You're talking about the end of the Cold War. Uh-oh. They won't. These are targeting computers. I'll retarget. Use the Soviets' own missiles to wipe this place off the map. Don't be an idiot, Dick. This job is bigger than your ego. I'll have a full team on the ground, ASAP. I'm here. They're not. I'll sit it out in the bunker. Negative, Commander. That is completely insane. Brother, my day just got a whole lot more fucked up. Sehr schön. Wie schön, dass alles noch ganz bleibt. After all the billions we dumped into that goddamn Star Wars program, who the hell had thought that the fucking commies would beat us to the punch? Hey man, the only thing capable of taking down the defense in time is me. These assholes down there are gonna wish they'd pulled duty at the palace today. A major shitstorm's heading their way. Alles klar, dann würde ich mal sagen, dass ich hier den Part beende. Bis dahin. Ciao.